Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Factorio. Weiter geht's. So, die zwei Kläranlagen sind fertig. Die bauen wir mal ganz kurz hier auf und werden hier mal weiterarbeiten. So, mir ist aber gerade eben schon wieder was aufgefallen. Ich habe nämlich eben hier unten eine Meldung bekommen. Und zwar, dass wir ein kleines Problem haben. Und zwar werde ich mit diesem Zug hier jetzt auch einmal mitfahren. Und zwar da oben hin. Da ist irgendwas nicht richtig eingestellt. Ich weiß nur noch nicht ganz genau, was. Er sagt nämlich hier, ein von beiden, ich habe hier zu viel okay, ich sehe das Problem. Wir haben hier zu viel eingetragen, weil die Dinger sind verbunden und nicht der Haupttank. Heißt also, ich habe hier in die Haltestelle, in die Logistikhaltestelle, die Zwischentanks eingestellt, aber nicht den Haupttank. Und deswegen wird er jetzt sagen, oh, da ist aber irgendwas falsch gelaufen. Jetzt stehen nämlich hier drei Züge, die alle hier hinliefern wollen, aber gar keinen Platz haben dafür. So, dann müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken, wie wir das machen. Ja, ich habe schon einen Plan. Und zwar, wir werden ganz kurz das da einfach noch mit das da verbinden. Dann sagt er nämlich jetzt, oh oh, wir haben ja schon viel zu viel davon. Und da wir viel zu viel davon haben, werde ich das jetzt einfach mal einmal löschen, dass hier die Dinger leer gemacht werden können. Ey, stopp mal. Du fährst wieder zurück, mein Freund. Du fährst auf jeden Fall wieder zurück. Genau, dann werden die Tanks jetzt hier nämlich langsam leer gemacht. Und dann ist das auch wieder fein, hoffe ich. So, was mir noch aufgefallen ist, wir haben hier Züge stehen draußen. Und das muss ja nicht sein. Das muss ja nicht sein. So, hier machen wir auch noch eine Ampel hin. Und hier irgendwo machen wir nochmal eine Ampel hin. So, okay. Dann haben wir das nämlich jetzt auch geregelt. Alles gut. Alles paletti. Wir machen uns keine Gedanken mehr darüber, weil jetzt müsste es eigentlich laufen. Wir sagen nämlich hier, wir gehen mal kurz runter, wir sagen nämlich hier, wir hätten gerne 150 von dem Wasser. Wir haben jetzt im System, kann man jetzt gerade recht sehen, wir haben jetzt ein Minus von 34, weil, ne, sind ja noch keine 150 drin, natürlich. Und dann ist alles paletti. So, jetzt müsste eigentlich noch ein Zug kommen. Fährt zum Depot. Genau. Er kommt nochmal und holt nur 10.000, weil fehlen ja nur 10.000. Okay, dann haben wir das jetzt auch eingestellt. Keine Ahnung, wieder was vergessen. Wir vergessen sehr viel, muss ich mal sagen. Wir vergessen sehr viel. Aber shit happens. Gut, wo ist mein Zug? Den haben wir natürlich jetzt da unten stehen gelassen. Den lasse ich mal ganz kurz nach Hause fahren. Und zwar bitte hierhin. So. Dann, wir laufen kurz und überlegen uns, was machen wir als nächstes. Also der nächste Step müsste hier eigentlich sein, einer von diesen vieren hier. Einfach bei, wir machen jetzt das Öl. Wir machen Silver. Silver wäre natürlich eigentlich am besten, weil wir dadurch halt auch nochmal ziemlich viel, okay, Kupfer, aber auch Eisenerz bekommen. Silvererz und nochmal ein bisschen Tin. Wobei Tin jetzt gerade nicht so benötigt wird. Ist halt auch ein bisschen schwierig. Müssen wir auch mal gucken, wie wir das ganz genau abwickeln. Weil, ja, wir pulvern damit natürlich jetzt unsere Anlage voll. Und so viel verbrauchen wir aktuell noch gar nicht. Na, also wir haben jetzt keine Großprojekte am Laufen, wo wir sagen, okay, wir brauchen jetzt x-tausend. Was wir auch noch machen müssten, wären hier immer noch ein paar Zwischenteile. Ich hätte gerne hier ein paar Fabriken, die wir einfach rausnehmen könnten. Ich hätte gerne, okay, Fabriken war jetzt ein blödes Beispiel, weil wir sie schon haben. Aber zum Beispiel allen möglichen Scheiß noch. Also da fehlen ja so, wirklich noch ein paar Ampeln. Die ganzen Masten. Die haben wir da oben zwar schon, aber läuft halt auch gerade noch nicht wirklich gut. Dann Züge sollten wir vielleicht mal reintun. Also Lokomotiven, neue Motoren, hier die ganzen Sachen, ihn hier. Ne? Also wir sollten vielleicht auch da so langsam mal ein bisschen vorwärts kommen. Aber wir haben halt immer noch das Problem Stahl. Stahl ist immer noch ein Problem, ein ganz großes. Und da sollten wir auf jeden Fall irgendwie langsam mal gucken, dass wir das besser hinbekommen. So, die Idee, die ich habe, ist,
eigentlich ganz simpel. Wir gucken mal, ob die simple Idee vielleicht auch funktioniert. Und zwar auf Anhieb funktioniert. Das Problem, was wir ja aktuell haben, ist, dass ich schon wieder nicht weiß, was ich eigentlich suche, ist ja dieses hier. Das ist ja das größte Problem, was wir haben. Wir müssten von den anderen Produkten so viel wegbekommen, dass hier das alles wieder normal läuft. Also wir müssten Rot wegbekommen, ganz viel. Rot, Braun. Rot und Braun müssten wir wegbekommen. Wir gucken mal ganz kurz, was da draus wird. Rot ist, ich weiß es nicht. Rot ist Lead. Okay, Lead. Okay, Rot ist Lead. Und das andere Verwendung ist Tin. Okay, Tin. Lead und Tin. Also wir müssten eigentlich irgendwas bauen, was relativ gut Lead und Tin braucht. Wir können ja mal ganz kurz reingucken in die Anlage. Und zwar, wir suchen mal ganz kurz Tin. Und dann schauen wir mal ganz kurz Verwendung. Das war Herstellung, ne? So, dann machen wir einfach so rum. Okay, brauchen wir nicht. Bräuchten wir tatsächlich auch. Das ist doch schon für die Forschung, für die Grüne. Ach, schau mal eine an. Okay, warte mal. Dann könnten wir eigentlich wirklich mit der Forschung anlaufen. Also mit dem hier oben. Und ich habe ja gesagt, dass wir die Produkte alle importieren müssen. Also ich möchte diese komplette Anlage ja in einem Slot haben. Wir könnten damit wirklich schon anfangen. So, also wir bräuchten genau das. Okay, dann warte mal, das mache ich mal zu. Wir bräuchten also 62 von denen. Kann ich das da reintun? Oh, das war nicht das Richtige. Das da wollte ich reintun. So, das holen wir nochmal raus. Und wir bräuchten zwei Chemical Plant, ja, irgendwie sowas. Wir gucken mal ganz kurz, ob wir noch welche haben. Unwahrscheinlich, aber wahrscheinlich. Gut, zwei Stück haben wir auch. Check, check. Haben wir noch einen Slot frei? Blöde Frage. Also wir könnten hier einen Slot frei machen. Also Schienen dahin. Ich hätte gern aber ein Radar. Radar. Was fehlt mir da? Eisen. Ich stehe hier mitten auf den Schienen natürlich. Radar. Das müssen wir ganz auf jeden Fall bauen, bevor wir da unten irgendwas machen. Haben wir sonst alles dabei? Wir haben ein paar Schienen mit. Hat er noch irgendwas mit? Wir gucken mal ganz kurz rein. Wir schmeißen mal ganz kurz hier alles rein. So, wir haben die Baudinger müssten wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Wir haben Schienen okay mit. Wir haben das okay mit. Haben wir komplett Station? Können wir eine Station bauen? Ja, haben wir. Okay, wir bräuchten zwei Sachen. Habe ich schon gesehen. Also wir brauchen einmal die großen Masten. Ich hoffe, da oben sind welche drin. Die großen Masten bräuchten wir auf alle Fälle. Ah, okay, aber das ist ja ein anderes Problem, sehe ich gerade. Das ist ein anderes Problem. Wir holen uns mal ganz kurz. Ne, die nicht. Die auch nicht. Die da hätte ich gerne. Das war jetzt aber ein anderes Problem. Da habe ich was vergessen zu bauen. Und zwar das da und das da. So. Okay, so, damit läuft das auch an. Okay, haben wir genug Rohre? Wir nehmen einfach mal nochmal zwei von jedem mit. Ach, auch der LKW dürfte voll sein. Der Zug, der hat keine Bremsen. Ach nee, das war was anderes. Haben wir hier oben noch Schienen irgendwo? Maybe drin? Oh. Scheint aber. Hier hätten wir auf jeden Fall noch ein paar Motoren, das ist gut. Aber Schienen sieht mau aus. Schienen sieht sehr mau aus. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal ganz kurz noch Schienen. Dürfte relativ zügig gehen, hoffe ich. Wir schauen mal, was er dafür braucht. Also, Endprodukt, Schienen. Hier hätte ich das gerne.
Endprodukt Schienen. Schienen. Brauchen wir auf jeden Fall massenhaft Stahl. Ist mir bewusst, aber. Gleis, maybe? Gleis, okay. Also, wir bräuchten Steine, Iron und Stahl. Okay. Das Iron kriegen wir von da. Den. Können wir die eigentlich inzwischen quersetzen? Ich weiß es gar nicht. Wir gucken mal ganz kurz. Ja, können wir. So, dann ist das nämlich auch schon. Okay, dann brauchen wir hier, machen wir Stein. Nee. Doch, Stein. Entschuldigung. Stein. Weil Crushed dürften wir eigentlich hier haben. Crushed Stone. Iron irgendwas. Iron da. Genau, die brauchen wir. Und hier kommt noch Stahl rein. Okay, da ist nämlich auch das Eisen, genau das, was ich gehofft habe, erhofft habe. So, wir machen kurz. Hier. Klack, das dahin. Das da und das. Und wir bräuchten hier noch eins. Und zwar hier kommt Stahl raus. Und da hinten kommt das Eisen her. Heißt, hier kommt das Eisen. Hier kommt der Stahl. Und hier kommt. Genau. Sups. So, das machen wir so. Das machen wir so. Eisen muss eigentlich alleine sein, ne? Okay, das war wieder. Moment. Das war jetzt wieder ein bisschen missplant. Wir haben. Hä? Was mache ich denn da? Moment. Also, das ist Eisen, das ist klar. So, Eisen ist richtig. So, und jetzt würde ich hier gerne. Okay, war doch richtig. Ich habe jetzt nur ein bisschen blöd gemacht. So, da kommt nämlich jetzt Eisen hin. So, und hier machen wir einen Tunnel hin. Zwei Slots für. Entschuldigung. Oh, meine Güte. Für. Für Dingsbums. Ja, wir hätten das eben eigentlich stehen lassen können. Ich habe jetzt wieder irgendwie. Ich habe wieder quer gedacht. Ich bin ehrlich. Ich habe wieder quer gedacht. Irgendwie habe ich jetzt gerade was anderes. Wollte ich was anderes, als ich eigentlich geplant hatte. Hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Ich hatte aber was ganz anderes geplant und ja. Alles gut. So, das ist der Stahl. Das ist der Eisen. Und der Stein. Und zwar, das kommt dahin. Das kommt dahin. Dann verbinden wir das Ganze. Haben wir hier irgendwo Strom? Da. Okay. Und ja, dann haben, hätten wir hier. Gleise. So, wir könnten mal ein bisschen. Ah, warte mal, wir haben noch ein bisschen was mit. Das könnten wir eigentlich kurz einräumen. So. Und dann würden wir welche produzieren. Also funktioniert. Funktioniert gut. Heißt, brauchen wir uns jetzt nicht mehr darum zu kümmern. Haben wir wenigstens noch mal ein neues Produkt. Wir gucken mal ganz kurz hier rein, ob wir hier noch Gleise drin haben. Ich nehme an. Nein. Wir könnten das eigentlich. Okay, da ist nichts mehr drin. Schlecht. Und hier wird auch nichts mehr drin sein. Reichen denn die? Wir haben hier 300, der Zug ist auch voll. Es wird halt eng. Das ist halt das Problem. Ich glaube, das wird richtig, richtig eng. Ich glaube, das wird richtig, richtig eng. Wir versuchen es trotzdem. Wir versuchen es trotzdem. Wir fahren kurz runter. Und schauen mal, ob wir es hinbekommen. Und zwar, wir fahren hier hin. Okay, interessant. Du darfst ja nicht drüber. Okay, dann fahren wir da besser mal hier hin. Hier ist irgendwas noch nicht richtig gebaut worden. Müssen wir mal gucken, warum. So, fahren wir kurz runter. Und genau, bauen wir eben das Ganze auf. Den könnten wir eigentlich mal löschen und den dafür reintun. So. Okay.
Scheint aber alles gebaut so gewesen zu sein. Egal. So, okay, wir gucken. Wir müssen einmal quer durch. Und zwar einmal brauchen wir ihn hier. Dann brauchen wir ihn hier. Und zwar einmal gedreht. Ah, scheiße. Wir müssen mal ganz kurz zurück. Oder wir holen den Zug mal ganz kurz dahin. Fahren wir bitte dahin. Danke. So, lassen wir den ganz kurz durch. Wir brauchen nämlich hier noch die Strommasten. Die habe ich nämlich eben eingeräumt. Hatten wir nämlich auch keine mehr. So, haben wir auch vergessen mitzunehmen. Wir nehmen hier auch nochmal ganz kurz die da raus. So, dass wir da einfach... Und natürlich das und das. Hier haben wir die Ampeln vergessen. So, mehr mache ich jetzt auch hier nicht. Ich werde dann irgendwann mal nochmal off-screen, also off-Video, hier ein bisschen das Land erweitern, Strecken bauen und so weiter, dass wir da einfach ein bisschen besser wieder vorankommen und einfach bauen können. Ja, aber das machen wir dann. Gut, wir gehen von hier aus dahin, werden hier ein paar Strecken bauen. Das Schöne hier an der... Ah ne, wir müssen... Ich wollte jetzt gerade sagen, das Schöne an der ganzen Geschichte hier ist, wir brauchen ja gar keinen Input und Output. Aber brauchen wir, weil hier kommen diese Schrottprodukte, glaube ich, raus. Wenn ich das eben richtig gesehen habe, müssten wir gleich nochmal gucken. Nicht, dass ich da was Falsches sage, aber ich meine, wir bräuchten hier Input und Output. Wir gucken jetzt ganz kurz. Genau, wir haben nämlich hier diese Wasted Produkte. Die könnten wir eigentlich direkt hier verarbeiten. Die könnten wir eigentlich sofort hier verarbeiten, oder nicht? Ist das cool oder ist das nicht cool? Was kann man denn damit machen? Okay, warte mal, das löschen wir hier nochmal. Das ist aber jetzt ganz doof. Nee. Das will ich aber jetzt nicht so. Wait. Nicht, dass ich jetzt was Falsches mache. Ah, ne, da oben, guck mal, das ist das, ja. Genau, Zutaten, das. Ach, das wird zum Kupferohr. Okay, warte mal. Kriegen wir das schnell? Okay, das wäre ein, okay, wir versuchen, okay. Wir machen es so. Kurz nachdenken nochmal, bevor ich jetzt rede. Ja. Also, okay, ich hole euch kurz ab. Wir werden hier nur einen Input hinmachen. Also nur, dass Züge hierhin fahren müssen und können. Wir werden keinen Output hierhin machen, also bleibt alles intern. Ich würde diese Kupferdinger, die wir da als Schrott bekommen, einfach umwandeln in Rohstoff. Warum? Ist eigentlich ziemlich einfach. Ist einfacher. Es ist einfacher. Es hört sich ein bisschen blöd an, aber es ist einfacher. Warum ist es einfacher? Wir kriegen hier so ein bisschen Kupfer immer mal wieder. Und, scheiße. Und, ja, es ist eigentlich besser. Also es ist besser von der Abarbeitung her. Warum habe ich jetzt scheiße gesagt? Ich habe keine Dingsbums mitgenommen. Die könnten wir jetzt eigentlich auch direkt mal reinmachen. Und zwar habe ich vergessen, hier Behälter zu bauen, also Warenhäuser. Die habe ich vergessen zu bauen. Fahren wir nochmal kurz hoch. Tun wir sie auch direkt in den Circle mit rein, dass die automatisch gebaut werden. Ja. Aber ich glaube, mit dem, dass wir alles da lassen, ist ganz cool. Wir hätten jetzt oder so hochfahren müssen, weil wir auch keinen Ofen dafür bauen können. Vermeintlich. Wir gucken ganz kurz. Genau, also ich bräuchte ja eigentlich, ach, wir dürfen die noch gar nicht bauen. Ach, schau mal eine an. Okay, dann müssen wir das irgendwie anders klären. Dann werden wir vorzeitig einen Ofen hier bauen. In den Ofen packe ich einfach voll Stack Kohle rein. Und dann ist auch erstmal Ruhe. Dann brauchen wir da auch erstmal nicht. So, wir gehen kurz hier hin. Hier hätte ich gerne ein Warenhaus. Ein Warenhaus der Stufe groß. Das da. Was hätten sie denn gerne? Wir hätten gerne Stein, Stahl und
Okay, der Ziegelstein wird, glaube ich, das Problem werden. Der Ziegelstein wird, glaube ich, das Problem. Weil hier drin kann man Ziegelstein, keinen Ziegelstein herstellen. Die müssen nämlich gebrannt werden. Und zwar Stein, der da. Herstellung, genau, die werden nämlich gebrannt vom Stein her. Heißt, wir brauchen einen Ofen. Dafür bräuchten wir auf jeden Fall. Ich möchte die großen Öfen bauen. Wir holen uns mal ganz kurz hier oben ein bisschen Stahl. So. Dann können wir uns nämlich einen Hochofen bauen. Dann versetzen wir das Ding nochmal. Okay, das Ding dahin. Auch hier werden wir dann, sobald wir können, umsteigen auf Elektroöfen. Und genau. So, das dahin. Wir holen uns einen Stack Kohle. Ey, lass mich durch. Und zwar, wir werden uns die hier holen. Die brennen nämlich länger. So. Jetzt ist alles gut. 200. Dann werden wir nachher, wenn wir runtergehen, nochmal da oben lang laufen, wenn ich bis dahin nicht vergessen habe. Also hundertprozentig. So, das schmeißen wir da rein. Dann haben wir hier jetzt eigentlich nur noch Eisen, Stahl und die Crushed Stones. Ja. Gucken wir mal. Wir brauchen mal ganz kurz Förderbänder. Machen wir das, glaube ich, noch fertig. Oder, nee, machen wir doch nicht fertig. Ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.